Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit mir. Heute geht es um das Visum in Thailand. Ich habe einmal verlängert, bin einmal ausgereist, eingereist, also kann ich euch zu allen Themen was erzählen. Aber fangen wir ganz von vorne. Also als erstes einmal solltet ihr darauf achten, dass euer Pass mindestens 6 Monate gültig ist, und zwar bei der Abreise. Das muss nicht, aber kann zu Problemen führen. Wenn ihr Glück habt, fällt denen das schon in Deutschland auf. Wenn ihr Pech habt, fliegt ihr bis nach Thailand. Da schauen die dann und sagen euch, nee, leider nicht. Und dann müsst ihr auf eigene Kosten wieder zurückfliegen. Das wäre natürlich Worst-Case-Szenario. Deswegen einfach darauf achten, dass der länger gültig ist und notfalls einfach einen neuen machen. Und wer jetzt sagt, oh, ich habe aber dafür gar keine Zeit mehr. Ja, man kann sich auch einen Express-Reisepass machen lassen. Das kostet 90 Euro, also 30 Euro mehr, glaube ich. Dann kriegt man seinen Reisepass aber in 3 Tagen, also einen richtigen Reisepass, keinen vorläufigen oder ähnlichen, weil mit einem vorläufigen darf man auch nicht einreisen. Bei meiner ersten Einreise bin ich geflogen, denn es gibt auch einen Unterschied zwischen Flugeinreise und Landwassereinreise, aber dazu erzähle ich euch später nochmal was. Als deutscher Staatsbürger, der ich bin, muss man wirklich einfach nur sein Ticket buchen und das war's. Selbst wenn man ankommt, braucht man nicht das Visa on Arrival. Ihr geht direkt zur Passkontrolle, da wird ein Foto von euch gemacht, ihr gebt Fingerabdrücke ab, nicht mal nach dem Impfpass wird gefragt und schon seid ihr fertig und automatisch berechtigt, 30 Tage lang in Thailand zu bleiben. Bitte achtet darauf, das kann für andere EU-Staaten abweichen. Für Österreich und die Schweiz gelten da andere Regeln. Also wie gesagt, dieses Visum ist dann 30 Tage lang gültig. Zu meinem Zeitpunkt war es 45 Tage, das haben sie aber wieder abgeschafft. Aber es lohnt sich, das immer mal wieder zu checken. Vielleicht bringen sie es ja wieder. So, also wie gesagt, man hat dann diese 30 Tage und wenn die abgelaufen sind, hat man einmalig die Möglichkeit, das Ganze unkompliziert verlängern zu lassen. Dafür muss man dann zu einem Immigration Office gehen. Aber achtet darauf, dass ihr vernünftige Klamotten habt. Manche Immigration Office, also Einwanderungsbehörden, bedienen euch nicht, wenn ihr in Shorts, Flipflops, wie auch immer da ankommt. Wie gesagt, das weicht von Immigration Office zu Immigration Office ab. Zum Beispiel die in Phuket sollen sehr streng sein. Deswegen lieber auf Nummer sicher gehen und adrette Kleidung tragen. Was ihr vorher erledigen müsst, ist, ihr braucht ein Passfoto. 1.900 Baht, also 55 Euro um den Dreh. Und ganz wichtig ist, ihr braucht eine Kopie von eurem Pass, Vorderseite und die Seite, wo der Thailand-Stempel ist bei eurer ersten Einreise. Warum ist das so wichtig? Klar, man kann es auch vor Ort kopieren, aber da die meisten das vergessen, steht man da ewig an und es ist auch richtig überteuert für eine Kopie. Genau, wenn ihr dann im Immigration Office seid, müsst ihr erstmal euch einen Zettel nehmen und dann das Formular ausfüllen. Da müsst ihr aufpassen, dass das richtige Formular ist. Dann stellt ihr euch an, das dauert ungefähr 10, 15 Minuten, dann nehmt ihr eure Formulare entgegen, tackern alles zusammen, bla bla, geben euch dann eine Nummer. Dann müsst ihr da in dem Warteraum warten. Ich habe ungefähr 20 Minuten gewartet. Dann gebt ihr das Formular, Pass, Kopie, Passfoto und die 1.900 Baht ab. Ich habe gefragt dann, wie lange dauert das ungefähr? Sie meinte eine Stunde. Ich war dann nach 50 Minuten da und das hat auch wirklich hingehauen, wurde dann ziemlich genau aufgerufen und war dann durch. Das hat bei mir, ist natürlich immer so ein bisschen Glückssache, einen halben Tag gedauert. Und das Visum ist dann nochmal 30 Tage lang gültig und wirklich, ich empfehle euch, macht es selber, nicht über Agenturen. Warum? Erstens spart man Geld. Zweitens dauert das einen halben Tag lang und drittens kann man leider oft gescammt werden bei diesen Agenturen. Zum Beispiel auf Bali muss man 3-mal zu diesem Immigration Office gehen. Da lohnt es sich, wenn man eine Agentur bucht, aber in Thailand lohnt es sich nicht wirklich. Genau, und dieses Visum ist dann auch nochmal verlängerbar in seinen verschiedensten Formen und Versionen. Das habe ich nicht gemacht, deswegen kann ich euch dazu nicht erzählen. Es kommt auch darauf an, wie alt seid ihr, wie lange wollt ihr bleiben, aus welchem Grund wollt ihr bleiben. All diese Faktoren spielen zusammen. Sagen wir mal, so wie es bei mir der Fall war, ihr habt das Visum nicht verlängert, sondern ihr wart in einem anderen Land, weil es einfach Zeit war und müsst dann aber zurück nach Thailand. Also sprich, die zweite Einreise. Bei dieser Einreise dürft ihr in den letzten 6 Monaten nicht länger als 90 Tage euch in Thailand aufgehalten haben. Natürlich kann sich das wieder ändern, wenn ihr entsprechende Visa habt, aber der Normalfall, ausgereist, eingereist, ist der hier. Nicht länger als 90 Tage in den letzten 6 Monaten. Wenn ihr zu Land einreist, was ich dann bei meiner zweiten Einreise gemacht habe aus Laos, dann müsst ihr ein Formular ausfüllen. Achtet darauf, dass ihr einen Stift dabei habt, weil es gibt da nur wenig Stifte und mich hat das echt oft gerettet, dass ich Stifte dabei hatte und nicht warten musste, bis die anderen fertig sind. So, dann, wie gesagt, das Formular ausfüllen, Passkontrolle und fertig. Kriegst einen Stempel, kannst dann nochmal 30 Tage bleiben
wenn du es nicht auf eine bestimmte Art und Weise verlängern lässt, weil dann sind es 90 Tage. Einreisen ohne Visum auf dem Land- und auf dem Schiffweg sind auf maximal 2 Einreisen pro Kalenderjahr begrenzt, außer ihr habt ein entsprechendes Visum, Formular, Erlaubnis, wie auch immer. Die Einreise über internationale Flughäfen ist davon nicht betroffen. Keine Ahnung, was der Unterschied ist, aber anscheinend gibt es einen. Manche machen auch einfach einen sogenannten Visa-Run. Also angenommen, ihr wart schon 60 Tage in Thailand und in den letzten 6 Monaten nicht länger als 90 Tage und wollt nicht das Visum, ja, teuer und aufwendig verlängern lassen, dann könnt ihr einfach in ein Nachbarland gehen, zum Beispiel Laos, und dann sofort am selben Tag wieder eine Einreise machen, weil dann fängt es wieder von null an. Ihr habt wieder eure 30 Tage. Auf 60 Tage könnt ihr dann nur verlängern, wenn ihr, richtig, in den letzten 6 Monaten nicht 90 Tage in Thailand wart. Da muss man halt darauf achten, wie nah man an einer Landesgrenze ist. Weil zum Beispiel, wenn man in Laos einreist, kostet das Visum auch 40 Dollar. Und wenn man dann irgendwie noch, keine Ahnung, 50 Dollar für den Weg ausgeben muss, lohnt sich das vielleicht auch gar nicht mehr. Das muss man einfach schauen. Aber wenn man in Chiang Rai ist zum Beispiel, einfach einmal kurz rüber, wieder zurück, das war's. Ist auf jeden Fall viel günstiger. Wer sagt, aber ich habe gar keine Lust, mich in Thailand darum zu kümmern, der kann auch bei der thailändischen Behörde in Deutschland schon vor der ersten Einreise ein Visum für 60 Tage beantragen. Dann kann man 60 Tage bleiben, sprich, man spart sich den Weg zum Immigration Office in Thailand, was wie gesagt überhaupt nicht kompliziert ist. So, und für ein Overstay bis zu längst 40 Tagen wird zurzeit eine Gebühr von 500 Baht am Tag erhoben, maximal 20.000 Baht. Wenn ihr die dann bezahlen könnt, dann war es das noch nicht. Dann fängt es erst richtig an, dann kommt es zu einem Gerichtsverfahren, illegaler Aufenthalt. Ihr werdet wahrscheinlich abgeschoben, müsst nochmal eine Geldstrafe zahlen. Und bis ihr abgeschoben werdet, könnt ihr eure Zeit im thailändischen Knast verbringen. Ja, die lassen euch nicht wieder gehen. Bis ihr abgeschoben werdet, bleibt ihr da. Und selbst wenn ihr mittellos seid, übernimmt der deutsche Staat nicht die Kosten für euch. Sprich, wenn ihr es nicht bezahlen könnt, müsst ihr das wieder gut machen mit einem Knastaufenthalt. Thailändischer Knast, nein danke. Allgemein Knast, nein danke. Also wie ihr sehen könnt, es ist wirklich sehr einfach. Man muss sagen, Thailand hat es mega einfach und komfortabel für seine Touristen gemacht. Die ersten 30 Tage könnt ihr so bleiben, ohne weiteres 30 Tage verlängern. Das ist wirklich easy peasy lemon squeezy. Und die zweite Einreise, wie ich es ja vorhin beschrieben hatte, ist auch kein Problem. Allgemein gilt Thailand wirklich als sehr visumfreundliches Land. Also selbst wenn ihr länger bleiben wollt, blablabla. Man muss sich halt damit beschäftigen, man muss zahlen, aber man hat keine Probleme. Also ich habe noch nie gehört, dass jemand nicht sein Visum bekommen hat oder wie auch immer ähnliches oder Schwierigkeiten hatte. Wenn ihr keine Scheiße vorher gebaut habt oder so, sollte das wirklich kein Problem sein. Und dann sage ich noch mal kurz was zur Impfung, Corona-Impfung. Ich wurde weder bei der Einreise, noch bei der Verlängerung, noch bei der zweiten Einreise nach meiner Impfung gefragt. Als ich in Laos eingereist bin, hat es auch niemanden gejuckt. Was ich gehört habe auf Bali, da prüfen sie stichprobenartig. In Thailand habe ich das aber noch nie gehört. Ich habe auch Leute kennengelernt, die nicht geimpft waren und meinten, dass sie deswegen nach Thailand gekommen sind, weil man halt keine Impfung braucht. Die einzige Impfung, die hier empfohlen wird, aber auch nicht kontrolliert, ist die Tollwut-Impfung. Ich habe sie nicht. Ich bin ehrlich, manchmal, wenn man dann so in der Nähe von Katzen, Hunden, Affen ist, ist man schon so ein bisschen vorsichtig, weil Tollwut, das geht ganz schnell und ist nicht spaßig. Deswegen, wenn ihr eine Impfung wollt, was heißt wollt, wenn ihr über eine Impfung nachdenkt, Tollwut-Impfung macht am meisten Sinn. So, das war's. Wie ihr seht, es ist wirklich einfach, überhaupt nicht kompliziert. Ich fasse es noch einmal ganz, ganz, ganz kurz zusammen. Erste Einreise 30 Tage, dann 30 Tage nochmal verlängerbar. Dann könnt ihr es verlängern oder einen Visa-Run machen, das heißt einmal über die Grenze und wieder zurück. Oder wenn ihr eh vorhattet, wie ich, in ein anderes Land zu gehen, da ein bisschen Zeit zu verbringen, könnt ihr das auch tun und dann bei der zweiten Einreise auch gar kein Problem. Solange ihr in den letzten 6 Monaten nicht 90 Tage oder mehr in Thailand wart. Es ist wirklich einfach. Thailand ist ein wunderschönes Land. Es lohnt sich mega. Kommt vorbei. Und vielen Dank. Ich hoffe, es hat eure Fragen beantwortet. Die wichtigsten Einreisen, Verlängerungen habe ich euch beantwortet. Bitte denkt daran, diese Angaben können sich jederzeit ändern. Also macht es auch nochmal Sinn, unterstützend auf der deutschen Konsulatseite zu schauen. Da wird immer alles aktualisiert. Aber diese Visa-Regeln, die ich euch gerade genannt habe, sind eigentlich schon immer so gewesen. Da wird sich wahrscheinlich nicht viel ändern. Aber better safe than sorry. Vielen Dank und bis Freitag.